So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben ja hier in der letzten Folge die Produktionslinie für Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3 angelegt, damit die nun endlich mal gemacht werden und beziehungsweise automatisiert auch laufen können. Und somit hier drüben so ein bisschen den Lauf der Zeit abgenommen. Und jetzt tun wir hier überall mal die alten Spielereien rausnehmen. Weil benötigt werden, tun sie ja nicht mehr. Weil nun haben wir mittlerweile die neuen Maschinen da, die sich darum um einiges besser kümmern können. Man sieht schon, wir sind schon mittlerweile bei 20. Ich würde dich jetzt gerne verbessern. Können wir das bitte schnell machen? Dankeschön. So, was produzieren wir hier noch drin? Nee, guck, brauchen wir hier Wissenschaft und Elektronik. Also würde ich zwei nochmal auf Elektronik setzen in dem Fall. Obwohl, Elektronik produzieren wir auch schon handautomatisch. Ich werde es trotzdem hier nochmal produzieren lassen. Und zwar mit Mechanik. Und werde dann daraus mal erstmal Wissenschaft nochmal produzieren. Ah, das tun wir eh hier schon machen. Perfekt. Dann sollte das ja nochmal ein bisschen automatisierter laufen. Und der kriegt anstattdessen Maschinenteile auch auf den Plan. Genauso wie Wissenschaft. Und sollten die gut ganz hinterherkommen? Ich glaube irgendwie, dass die nicht mehr reichen. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr von den Wartungsdepots hier. Habe ich so die Vermutung. Wir kopieren jetzt mal die zwei. Was soll denn da rauskommen? Wartung. Kann ich das lagern? Ich kann jetzt rein theoretisch auch welche mit Wertstoffen machen, okay. Interessant. Wie gesagt, das werden wir auch irgendwann überarbeiten noch so ein bisschen, aber jetzt fürs Erste ist die Produktionslinie eigentlich ganz, ganz gut. Das Problem ist eher, dass wir jetzt viel zu wenig Arbeit da haben. Und jetzt steht natürlich dann da drüben die Produktion ein bisschen. Wie viel kostet das Verbessern? 25. Ich würde dich gerne mal verbessern, mein Freund. Schnelles Liefern. Schauen wir mal, was hier passiert bei Stufe 3. Oder beziehungsweise... Oh, okay. Erstmal zu wenig Mitarbeiter. Ich glaube, ich habe bis heute... Es gibt doch dieses Regierungsgebäude, oder? Was war denn das? Das Captain's Büro. Wo bauen wir das denn hin? Ich würde es mal fürs Erste hier hin einfach setzen. So, du bist nun geupgradet und kannst die Stufe 2 Maschinen machen. Und diese brauchen Kolben der Stufe 2. Und die gehen gleich nur in den neuen hochtechnischen Geräten wie hier drin. Der kann jetzt ja zum Beispiel aus Stahl auch viel mehr machen. Weniger Stahl dafür, mehr Maschinenteile zum Beispiel. Und was ich jetzt hier zum Beispiel schon sehe... Für die neuen Maschinenteile brauchen wir sogar Glas. Und ich glaube nicht, dass wir bis jetzt Glas produzieren können. Also Sand hätten wir, aber ich glaube, wir können kein Glas dafür produzieren. Das können wir auf jeden Fall noch nicht, sonst wäre das schon mal mega cool, aber nee, das wird nichts. Nicht genügend Wartung. Ja, ich sehe schon. Wir haben hier, wie es scheint, ein bisschen ein Problem, die Wartung auf hochzuhalten auf einmal. Ist es, weil Maschinenteile fehlen gerade? Im Ernst?
Warum fehlen Maschinenteile? Wir haben zwei damit einfach nur beauftragt, Maschinenteile herzustellen und der schafft es nicht, wie scheint, oder? Weil Eisen, weil wir so wenig Eisen hatten auf einmal. Also sollte sich ja jetzt umdrehen. Sollte ja die Produktion wieder ansteigen. Und damit sich das Lager wieder füllen, denke ich mal. Wäre ich auf jeden Fall der Meinung, ne? Und ich hoffe es zumindest. Schauen wir mal in die Forschung. Weil hier scheint es ja auch so, dass wir jetzt ein Glas produzieren müssen. Wo kriege ich Glas her? Salzproduktion? Nee. Schiffbrücke 2 brauche ich auch nicht. Energiereduzierung, Hühnerfarm. Oh, da kann ich Hühnchen herstellen, okay. Fleisch und Schlachtabfälle. Irgendwo muss man doch Glas dann produzieren können. Aus Stickstoff und Stahl mache ich Flüssigstickstoff. Holy shit, okay. Ich sehe schon, hier wird nochmal richtig viel aufgetragen werden. Aber wo kommt denn das Glas her? Fortgeschriebene Verhüttung. Hochofen. Ah, schade. Metallgießerei 2, Sauerstoffkonverter 2, gekühlte Gießerei. Da werden wir dann wahrscheinlich mal richtig aufhauen. Und da kommen auch Gewächshäuser. Oh, die werden unser Leben vereinfachen. Plastik? Wo ist denn Glas? Abgasfiltration. Wer interessiert denn das? Wir planen. Hier. Hinter der Salzproduktion befindet sich das. Ich mache im Grunde aus Sand, Kalkstein. Alter, ist das ein Produktionsaufwand. Salz, Kalkstein und Sand mache ich Mischglas. Wenn ich Säure habe, könnte ich da noch mehr dazu machen in dem Fall. Okay. Oh, der, oh Gottes Willen. Jetzt kommen wir in die ganz komplexe Verarbeitung rein. Also mir scheint es, als ob wir gerade sehr, sehr wenig Eisen haben. Wie schaut es mit der Glas? Wir haben hier oben auch schon wieder keinen... Es ist gerade alles gleich in der Kohle drin, so ein bisschen. Also wir stehen so ein bisschen am Problempunkt. Habe ich so das Gefühl. Zu wenig Arbeiter und. Was ist jetzt ausgegangen? Jetzt ist Holz ausgegangen. Als ob ich kein Holz mehr zum Produzieren habe. Oh. Da war es das mit den Bäumen. Hoppala. Mögt ihr vielleicht noch die Bäume abreißen? Geht es? Shit, McTit. Jetzt ist uns Holz ausgegangen. Ich glaub's hackt. Wie schaut's hier aus? Also jetzt gleich irgendwie, dass wir bei der Produktion aktuell hat man Aufschwung, jetzt ist es wieder ein Abgang. Das sind 120 Tage, hat sich auch wieder gehalten. Ich weiß jetzt auch nicht, wie... Ja, hier ist hoch. Jetzt ist die Frage, warum. Warum produziert nicht jeder automatisch? Ach, Heide Witzka, ich Idiot. Guck mal. Hier fehlt eine Verbindung die ganze Zeit schon. Natürlich funktioniert das hier nicht. Ohne das Röhrchen funktioniert hier gar nichts. Genauso wie ich das hier auch brauche, sonst funktioniert... Ah. Super, das war wieder ganz schlau.
Deswegen haben die hier hinten gearbeitet oder die hier vorne nicht. Jetzt das wird's abgehen. Ach, das war doch wieder super schlau von mir. Ach, nö. Das Lager ist mittlerweile auch halb leer. Aber natürlich verständlich. Ah, nur noch minus 9 Arbeiter, das ist schon mal gut. Man kann auch nicht aufforsten oder sowas, das ist natürlich noch beschissener. Ich hoffe, dass unser Lager jetzt anfängt wieder zu steigen. Was natürlich jetzt auch passieren wird, ist, dass der Ölstand sinken wird. In unseren Lagern. Das ist doch alles schon wieder beschissen. Kohle haben wir, Eisen steht wieder mal immer noch schlechter. Warum eigentlich? Könnt ihr nicht produzieren, wie bekloppt? Achso, ja, wir haben jetzt den Einsturz. Oh Gott, wir stürzen natürlich jetzt hier hinten auch noch rein. Ganz sensible Territorien jetzt, das wir anstreben. Wir lagern zwar, aber oh Gott, zum Glück, unsere Wartung geht auf jeden Fall wieder hoch. Das ist schon mal positiv. Von der ganzen Sache. Lebensmittelverbrauch um 25% erhöht. Quarantäne. Da kann ich einstellen, wieder was. Wie passieren soll. Bevölkerungswachstum, was ist hier? Gesundheit ist zu gering. Warum ist die Gesundheit bei 0? Alle Kategorien erfüllt, plus 8. Natürlich, ich habe kein Brot jetzt in dem Fall oder sowas. Dafür Kartoffeln. Kann ich hier sehen, was aktuell die Problematik ergibt? Luftverschmutzung macht alleine minus 8. Okay. Aber selbst dann sind wir doch bei plus 1. Wasserverschmutzung, ja, da sind wir natürlich Meister drin. Das muss man in Zukunft also auch noch ein bisschen aufpassen. Basiswasser, Lebensmittel. Haben wir Strom auch schon angeschlossen oder auf welche Basis geht es? Nee, ach, das fällt unter Einigkeit. Lebensmittel, Elektrizität und Wasser. Die Ölbohrinsel macht minus? Ernsthaft? Und das monatliche Verbrauch auch von 1? Du nimmst mir Einigkeit, du Assi. So, als nächstes wird mal der hier bekämpft. Irgendwo muss ja noch eine Ölbohrinsel sein. Weil wir brauchen mehr Öl. Und das ist zackig. Und Holz, ja, Holz müssen wir auch irgendwo hin. Rein theoretisch Holz kriegen wir sogar her. Das erste ist zwar ein bisschen unethisch, aber was ist, wenn wir eins von den Konstruktionsteile. Ich bringe jetzt das hier an. Ein großes Lager hier hin. Und verbinde es mit einem flachen Förderband. Das sollte doch einigermaßen helfen. So.
Und beim nächsten Mal holen die dann hier Holz ab. Bin ich mal gespannt. Der Tank ist jetzt hier leer. Ich muss jetzt halt wahrscheinlich noch auf See dann. Ah, Sieg. Noch ein Schiff. Aha. Also ich hätte schon Zugriff zu 3 Schiffen. Hier ist ein Schwefelbergwerk, da kriege ich Schwefel her und hier ist Holz. Hier müssen jetzt Reparaturen beginnen und ich würde einmal noch schnell gerne hierhin erkunden. Also insgesamt haben wir 2 Schiffe, die wir noch bergen können. Ist natürlich mega geil. Bin gespannt, was er da findet jetzt. Ehrlich gesagt, bin ich da gespannt. Das Problem ist, auch ohne Holz kommen wir nicht weit. Oder entweder wir buddeln hier wieder eine Straße rauf irgendwo, oder wir graben halt weiter ab. Und ich glaube, weiter abgraben ist hier in dem Fall die bevorzugte Variante. Gebiet erkundet. Und eine Ortschaft, aha. Gold für Rohöl. Aha, oho. Geschätzten Produktionseinsatz abschließen. Ich kann den Gold bringen. Das ist nicht schlecht. Mit denen kann ich auch rein theoretisch handeln. Ich habe angeblich 1600 Holz, ne? Was? Ja, ich habe angeblich Holz. Könntet ihr bitte die Verbindung dahin schalten? Warum wird da nichts gemacht? Okay, was ist... Ich muss wahrscheinlich ein Limit festsetzen, kann es sein? Deswegen verschieben die nichts. Jetzt erfahren sie. Macht das Lager leer. Und mein Eisen scheint gerade echt wieder auch Probleme zu haben. Ladevorgang fürs Sägewerk abgeschlossen. Es ist jetzt noch nichts angekommen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge sind wir dann auf dem Weg, um das Sägewerk zu reparieren. Ich hoffe, das ist nicht zu sehr zerstört. Wir schicken das jetzt noch los. In der nächsten Folge ist es dann repariert und auch einsatzbereit. Minus 39 Schüler. Was? Wie denn? Das kann doch gar nicht sein, dass so viele Mitarbeiter dauernd sterben. Irgendwas ist hier schief. Na gut, Leute. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Woo!